Geht nicht. Ja, eben hatten wir ja Herrscher der Welt. Ich weiß, das war ein bisschen lang. Ich habe die Kritik gerade eingesteckt. Aber ich fand den Artikel halt einfach klasse, und weil es so sehr, sehr viele Sachen beleuchtet, die uns momentan ja das Leben eigentlich schwer machen. Und deswegen wollte ich das gerne vorgetragen haben. Aber wir wollen ja hier nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Was kann man denn anders machen? Ja, nur sagen, das ist schlecht und das ist schlecht, das kann jeder tun. Aber wirklich Lösungen aufzeigen, das machen halt wenige, und das wollen wir anders machen. Und jetzt nochmal das Mikro für Susan. Hallo, also wir merken ja immer wieder, es kommt immer wieder aufs Geldsystem hinaus. Und die Frage, was können wir eigentlich besser machen, stellt sich immer wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch einfach mal in meinen persönlichen Erfahrungen kurz teilhaben lasse über grünes Geld, grüne Geldanlagen und grüne Banken. Einfach mal aus reinem Interesse, wer von euch ist denn bei einer alternativen Bank bereits? Einer? Zwei? Drei? Grünes Geld und Regiogeld. Also bei uns fing alles damit an, dass wir letzten Winter den Dokumentarfilm Let's Make Money geguckt haben. Und dort wurde sehr schön beleuchtet, wie die Geldanlagen, die wir in unsere privaten Rentenversicherungen und sowas investieren, wie die auf der Welt, auf unserem Globus eigentlich wirtschaften. Und da waren zum Beispiel Beispiele aufgezeigt aus Indien. Man muss sich ja immer vor Augen halten, wenn die Unternehmen uns eine hohe Rendite versprechen, gehen natürlich die Unternehmen, in die diese Gelder fließen, ins Ausland, da wo die sozialen Standards, wo die Umweltstandards, wo Menschenrechte nicht so groß geschrieben werden wie hier, wo die Löhne nicht so teuer werden wie hier. Sodass man Beispiele aus Indien sehen konnte, dass viele, viele Firmen einfach nach Indien auswandern, die Leute da wirklich am Existenzminimum leben, dass die Kinder dort spielen an Gewässern, wo zentimeterhoher gelber Schaum aus Chemiebrühen aus diesen Fabriken drauf schwimmt. Und da haben wir uns einfach gedacht, irgendwie ist das ja nicht so schön leben, wenn uns versprochen wird, dass wir im Alter in Wohlstand leben sollen. Hat das ja quasi den Preis, dass jetzt andere Menschen auf dieser Welt im Elend leben und die Umwelt, die unsere Erde, die eigentlich für unsere Kinder da ist. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass wir die Erde nicht geerbt haben von unseren Eltern, sondern wir haben sie von unseren Kindern geliehen. Und dass wir, wenn wir überhaupt nicht nachfragen, woher denn diese Rendite kommt, die uns versprochen wird, dass wir damit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen auf diesem Planeten in Auftrag geben. Ja, und dann dachten wir uns einfach, irgendwie wollen wir das nicht. Nee, wir wollen nicht unser Glück später auf dem Unglück anderer Menschen aufbauen. Und da habe ich mich mit meinem Makler zusammengesetzt und habe mich schlau gemacht. Und siehe da, es gibt es tatsächlich, es gibt grüne, ethisch vertretbare Fonds, in die man wechseln kann. Das haben wir dann auch erstmal aufwendig getan. Das hat sich ein paar Wochen hingezogen. Bis dann das mit den Friedensmahnwachen losging und wir mit dem Thema Geldsystem in Verbindung kamen. Und auf einmal festgestellt haben, irgendwie ist das ja immer so, ja? Die Zinsen des einen sind der Verlust des anderen und eigentlich gibt es keinen Gewinn, ohne dass irgendwer anders verliert. Und wenn man Menschenrechtler ist und für Frieden ist, kann man sich eigentlich nicht mal mehr an diesen Zinsen erfreuen und an einer Rendite überhaupt gar nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, also wir haben dann erstmal die Sparkonten unserer Kinder, damals haben wir ja noch die Gelder gesammelt auf dem Konto, haben wir dann umverteilt auf eine grüne Bank, die Umweltbank, die dafür garantiert, dass sie nicht in Rüstungsindustrie und nicht in Gentechnik und nicht in Atomenergie finanziert. Aber dann haben wir uns weiterhin beschäftigt mit dem Geldsystem und dann kam ja dabei auch raus, dass das mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft crashen wird, sodass man auch davon ausgehen muss, dass die ganzen Ersparnisse weg sind. Eine Variante Leihe und Schenken. Sie können gerne nachher dann Ihren Vortrag dann dazu halten, okay.
Dann bin ich bei meiner Recherche über eine Anlagenform gestoßen, die mich persönlich sehr berührt hat. Und zwar gibt es schon eine Form von Rendite, die in meinen Augen vertretbar ist, und das ist die grüne Rendite in nachwachsende Rohstoffe. Und es gibt ein Unternehmen in Bonn, was es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Wiederaufforstung von bereits gerodeten Regenwaldflächen zu investieren und Investoren mit ins Boot zu holen. Da kann man auch für den kleinen Geldbeutel einen Baumsparvertrag für die Kinder abschließen für 330 Euro im Jahr oder 30 Euro im Monat. Da bezahlt man dann quasi die Baumschule dort vor Ort. So besser? Ja. Und von diesen 30 Euro im Monat kann man quasi einen Edelholzbaum, einen kleinen Setzling kaufen. Und man schließt mit diesem Unternehmen einen Pflege- und einen Pachtvertrag ab über 25 Jahre und investiert einfach in diesen kleinen Setzling. Der wird dort aufgeforstet. Sie versprechen auch, dass das nicht in eine Plantagenwirtschaft geforstet wird, sondern in einen artenreichen Mischwald, sodass auch artenreiche Lebensräume, die auch durch unseren Konsum, das dürfen wir nie vergessen, am Amazonas zerstört werden, großflächig, sodass man dann einfach dann warten muss, bis nach 25 Jahren aus diesem kleinen Pflänzchen ein großer Baum wird, und dann wird er nachhaltig durchgeforstet. So ist das Versprechen dieses Unternehmens. Und da kann man natürlich jetzt sofort sagen, so was, wir wollen doch gar keine Tropenhölzer und wir wollen das auch nicht unterstützen, aber man darf nicht vergessen, dass die Nachfrage an Tropenhölzern da ist und dass die auch nicht verschwinden wird von dieser Welt. Im Gegenteil, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch sehr steigen, sodass man, also haben wir für uns entschieden, dass das für uns eine gute Sache ist, dass wir zumindest einen Teil der Gelder, der Geburtstags- und Weihnachtsgelder für unsere Kinder in die Wiederaufforstung von gerodeten Regenwaldflächen in reelle Werte investieren. Das kann einem hoffentlich keiner wegnehmen, außer vielleicht Feuer oder Sturm. Aber es gibt da auch Feuerversicherungen und sowas alles in diesen Verträgen. Also das hat uns persönlich sehr berührt. Und man, die ideale Sache wäre natürlich, so ist es auch geplant, dass man durch die Schaffung von nachhaltiger Waldwirtschaft einfach diesen illegalen Tropenholzeinschlag ein bisschen minimieren kann. So, also hatten wir jetzt quasi die grünen Sparkonten der Kinder und waren aber immer noch zu bequem, unser normales Konto umzustellen, weil jeder weiß ja, denn man kann mit seiner gewohnten Bank an jedem Geldautomaten kostenlos Geld abholen, das ist bequem. Dann muss man sich überlegen, diese ganzen Daueraufträge, die ganzen Vereine, wo man überall beitritt, da müsste man jetzt überall wieder die Kontodaten ändern lassen, das ist alles mit Arbeit verbunden und man ist ja selber auch ein bequemer Mensch. Bis wir dann die Rede von Ken Jebsen gesehen haben, die er am 29.09. in Saarbrücken gehalten hat, wo er wieder dazu aufgerufen hat, und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Danke, Ken, nochmal für deine Beharrlichkeit und für die Tritte in den Hintern, die du regelmäßig austeilst. Bitte hör nicht auf damit, bis alle wach geworden sind und bis wir uns alle bewegt haben. Und da hat er wieder gesagt, solange wir hier auf der Straße stehen und für Frieden sind, aber trotzdem unsere Gelder, unsere Konten bei Banken haben, die in Rüstungsindustrie investieren, ja, das widerspricht sich doch, ja. Und ich finde nicht, dass es alternativlos ist, dass wir nichts machen können. Also man kann seine Bequemlichkeit wohl überwinden und kann zu einer Alternativbank wechseln. Und da gibt es meines Wissens nach zum einen die Umweltbank, die leider nur Sparanlagen anbietet, aber kein Girokonto. Dann gibt es die Ethikbank, die Triodos Bank und die GLS Bank, bei der beispielsweise auch Ken Jebsen ist. Und auch meine Hausgeburtshebamme hatte bei dieser Bank ein Konto, und da die mehrfach zur Bank des Jahres ausgezeichnet wurde, habe ich gedacht, werde ich die einfach mal ganz kurz vorstellen, und wir haben unser Konto jetzt auch da alles in die Wege geleitet, dass wir auch umsteigen, und ich habe bei dieser Bank angerufen und gefragt, ob sie nicht ein paar nette Informationsmaterialien für heute, für Montag mir zuschicken können, die ich nachher dann gerne verteile. Und zwar garantiert diese Bank, dass ausschließlich in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen finanziert werden, die einen klar erkennbaren Nutzen für den Menschen haben. Das sind zum Beispiel die ökologische Landwirtschaft und die Biobranche, Bildung und Kultur mit Hauptschwerpunkt auf freie Schulen und Kindergärten. Sie investiert in soziale Projekte wie Behinderteneinrichtungen, Gesundheit und Leben im Alter. Sie investiert in regenerative Energien und in ökologische Wohnprojekte und Baufinanzierung.
Also alles Branchen, die die menschlichen Grundbedürfnisse betreffen. Frei nach der Maxime, Geld ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Sie garantiert, dass keine Finanzierung stattfindet in die Rüstungsindustrie, in die Atomindustrie, in Gentechnik und in Lebensmittelspekulation. Und weitere Ausschlusskriterien dieser Bank sind weiterhin Tierversuche, Verletzung von Menschenrechten und Kinderarbeit. Man kann als Kunde selbst entscheiden, in welcher Branche man sein Geld einfließen lassen möchte. Und dann gibt es den Bankspiegel, das ist das Kunden- und Mitgliedermagazin. Auch davon habe ich mehrere Exemplare mitgebracht, wer da mal reinlesen möchte. Der erscheint dreimal im Jahr und führt alle Finanzierungen des vorhergegangenen Quartals auf. Also die Bank versucht auch so transparent wie möglich zu sein, hat auch im Internet ganz viele Links in die Unternehmen richtig rein, die sie unterstützen mit Krediten. Und es gibt also Banken, die konsequent sozialökonomisch ausgerichtet sind und die durch eine gezielte Kreditvergabe die Gesellschaft positiv gestalten wollen. Und von daher bin ich nicht der Meinung, dass es irgendwas alternativlos ist oder dass wir kleinen Menschen nichts machen können. Wir sind die Verbraucher und wir bestimmen Angebot und Nachfrage. Und wenn wir alle gemeinsam diese Banken wechseln würden, ja, dann könnten wir schon einen großen Schritt dazu beitragen, dass keine Gelder mehr in Rüstungsindustrie und in Rüstungsexporte fließt. Wir müssen einfach nur lernen, unsere Bequemlichkeit zu überwinden und konsequent zu werden in jeder Hinsicht für den Frieden und für die Menschen und für unsere Erde. Also ich gehe jetzt nochmal rum und verteile, wer da Bedarf hat oder Interesse hat, noch ein paar kleine Flyer von dieser Bank. Da könnt ihr ja mal reinlesen. Wenn nicht, gibt es wie gesagt auch noch diese anderen Banken. Ich denke, dass sich da jeder für sich seinen Favoriten rausfinden kann. Dankeschön fürs Zuhören. Also wir können eine ganze Menge machen mit unserem täglichen Verhalten, wenn wir einkaufen gehen. Wir haben es gerade von Susan gehört, indem wir einfach mal schauen, in der Bank geben wir unser Geld. Und so hat jeder die Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Und es gibt ja diesen Spruch, was soll ich denn als Einzelner machen, fragte sich die halbe Menschheit. Und wir sind schon mittlerweile eine ganze Menge Menschen, obwohl wir können noch mehr werden. Aber wenn wir schon mal anfangen, etwas zu tun, dann bewegen wir auch schon etwas. Und wir sind dann Vorbild, dass andere dann auch sich ändern in ihrem Konsumverhalten und muss vielleicht nicht immer jedes Jahr das neueste Handy sein oder man kann sich auch vielleicht mal erkundigen, wie wird dieses Handy überhaupt produziert, vielleicht von irgendwelchen Kinderhänden in irgendwelchen Drittstaaten und dann einfach mal schauen, was kauft man, wenn man was kauft. Ich bin nicht gegen Konsum, aber wir können uns doch schon sehr danach ausrichten, dass wir vernünftig konsumieren. Und wie gesagt, es gibt auch Anlagen und Geldanlagen, die dann positiv für die Menschheit sind. Jetzt gehen wir doch wieder auf Kabel. Man sieht, die Technik ist nicht immer das Nonplusultra. Also manchmal ist die alte Technik immer noch die beste. Wir haben hier auch ein offenes Mikro, das heißt, jeden Montag, wer möchte, kann hier selber auch irgendetwas vortragen, was er für wichtig empfindet oder einfach mal vielleicht seine Sorgen loswerden. Das ist hier alles möglich. Die Mahnwache Braunschweig ist einfach eine freie Institution, ist noch nicht mal eine Institution, ist also eine Zusammenkunft von freien Bürgern, die gesagt haben, okay, uns stinkt hier einiges. Und wir wollen einiges verändern. Wir wollen einfach unseren Unmut kundtun und deswegen kommen wir hier hin, hören entweder zu, tragen mit Beiträgen irgendwie dazu bei oder auch musikalisch, ist egal. Jeder ist hier herzlich willkommen. Das Einzige, was wir nicht mögen, ist irgendwelche Volksverhetzungen oder Verhetzungen irgendwelcher Religionen. Aber solange es humanistisch ist, kann hier jeder sprechen. Und wir sind ja nicht nur montags hier, sondern wir haben ja auch unsere Arbeitsgruppen. Wer Interesse hat, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch mitzuarbeiten oder sich weiter zu informieren, der ist herzlich willkommen. Einfach auf unserer Webseite schauen, www.mahnwache-braunschweig.de, und dort gibt es auch ein Forum und dort organisieren sich auch die unterschiedlichsten Arbeitsgruppen. Schaut einfach mal rein und vielleicht gibt es ja was,
was euch interessiert, wo ihr Lust drauf habt, einfach mitzumachen.